Nein! Und noch eine Runde. Kommen Sie rein, dann können Sie rausschauen. Wir haben noch Plätze frei. Ob das jetzt so richtig war, keine Ahnung. Aber ich werde es rausfinden. Im Fahrgeschäft von Manuel Zinnecker darf ich heute ran ans Mikro. Bevor es losgeht, brauche ich aber erstmal ein paar Tipps vom Profi. Man muss das Fahrgeschäft verkaufen und es passiert halt nur, indem du es gut rüberbringst. Ne? Ah ja, mehr Tipps kann mir der 29-Jährige auch nicht geben. Man muss es einfach im Blut haben. Na, wenn's sonst nichts ist. Okay, dann mal los. Nee, lieber doch nicht. Irgendwie geht mir das nicht so lockerflockig von der Hand. Und das, obwohl ich tagtäglich ein Mikro in der Hand habe. Okay, jetzt aber. Könnt ihr noch? Na, hoffentlich, denn das Geschäft will ich dem Schausteller nicht vermiesen. Er scheint aber wohl Vertrauen in mir zu haben. Also nochmal. So, neue Fahrt, neue Runde. Kommen Sie rein, können Sie rausschauen. Ich mach mich weg. Entschuldigung. Seid ihr bereit für den Looping? Während der Dreharbeiten hat mir übrigens mein Kameramann gesagt, dass er nicht bei mir einsteigen würde. Ich selbst ehrlich gesagt auch nicht. Doch der Rubel rollt an diesem Nachmittag trotzdem. So, meine Damen und Herren, jetzt lösen wir die Gondelbremsen. Viel Spaß, ich würde jetzt nicht mit euch tauschen wollen. Ich werde den mal richtig durchgeschüttelt, wie er heute. Yippie! Manuel, wie habe ich mich angestellt? Dein Fazit? Zum ersten Mal war es sehr gut. Wirklich? Hast schon schlimmere erlebt. Du hast auf mich gehört. Also, ich muss ehrlich sagen, ich bin froh, dass es vorbei ist und ich bin froh um dieses Mikro hier.